Hallo, willkommen zurück bei Active Stay. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in Schüttdorf, in Zell am See, im Salzburger Land. Und heute präsentiere ich dir das Apartmenthaus Annika von dem lieben Jos. Der Jos, zeig dich mal kurz. Für die Autoarbeit. Das ist der Jos, genau. Und die Susi, das sind die Gastgeber hier in diesem Apartmenthaus. Und genau, das Haus besteht aus, wie viele haben wir insgesamt? Vier Apartments, vier Wohnungen, Ferienwohnungen, genau. Und alles neu renoviert, wie man sieht, das Haus vom Feinsten. Da haben wir einen Skikeller sozusagen, da kommt noch eine Sauna mit dabei. Und dann haben wir insgesamt, wie gesagt, vier Apartments und die schauen wir uns doch jetzt am besten mal an. Aber da haben wir noch ein paar Parkmöglichkeiten hier vom Haus. Wir sind hier fußläufig zum Skilift. Quasi, das zeige ich euch dann gleich von oben, wie weit die Skipiste entfernt ist. Und Supermärkte und Restaurants, Bars natürlich alles, Bäckereien in unmittelbarer Umgebung. Und genau, da gehen wir doch gleich mal rein, dass ich euch den Innenbereich dann zeigen kann. So, jetzt sind wir hier zurück und ich zeige euch jetzt das Apartment im obersten Stock, ganz neu renoviert. Wenn man hier reinkommt, direkt auf der linken Seite ist ein Schlafzimmer mit zwei Single-Beds. So schaut das aus. Ein kleiner Ankleidebereich, Garderobe. Dann haben wir hier das WC. Und dann haben wir noch ein zweites Schlafzimmer hier. Mit Kleiderschrank. Hier haben wir ein Badezimmer. Mit Dusche. Und dann geht es hier in das Wohnzimmer, den Wohn-Essbereich. Schön neu, alles mit Flatscreen-TV und einem ausziehbaren Sofa hier auf der Seite. Insgesamt finden hier in diesem Apartment maximal 6 Personen Platz. Esstisch für 6 Personen, neu eingebaute Küche. Und dann schauen wir uns noch den Balkon an und die Aussicht. Spektakulär. Schöner großer Balkon. Passen auch alle 6 Personen drauf. Das ist der Ausblick auf die Skipiste vom Arite Express. Dort könnt ihr dann auch direkt eure Ski- bzw. Snowboards lagern. Der Jos hat eigene Schließfächer an der Liftstation, sodass ihr die Skier nicht mit zum Apartment tragen braucht. Auf der anderen Seite sehen wir das Kitzsteinhorn. Super Aussicht und den Maiskugel, wie man sieht. Da fährt der Skibus natürlich hin. Von hier ganz genau. Und in 5 bis 10 Minuten seid ihr hinten an der Arite Expressbahn und könnt von dort aus direkt ins Skigebiet Schmittenhöhe starten. So, das ist das Apartment Annika in Zell am See und buchbar natürlich über uns active-stay.com und ich freue mich auf eure Nachricht. Selbstverständlich bieten wir hier auch Aktivitäten an und Empfehlungen für Restaurants und anderlei. Genau, das ist das Apartment hier und wir sehen uns beim nächsten Mal.